Frau Ministerin Kramp-Karrenbauer, Herr Minister Storm, Herr Gründinger, Frau Wenzin, meine Damen und Herren. Ich bin Karin Heiß, ich leite in der Körber-Stiftung in Hamburg den Bereich Gesellschaft und für eine Stiftung mit Sitz in Hamburg und für jemanden, der dort arbeitet, ist es nichts Alltägliches, hier Sie in der Festhalle des Saarlandes herzlich willkommen heißen zu dürfen. Das erlebe ich nicht alle Tage, umso größer ist die Freude. Ich freue mich insbesondere darüber, dass wir, wie die Ministerpräsidentin es schon gesagt hat, heute gemeinsam mit drei Partnern, der Staatskanzlei Saarland in Deutschland von der Körber-Stiftung, einen Generationendialog hier führen werden. Der Generationendialog unter diesem Namen ist als Veranstaltungsreihe von Deutschlandfunk und Körber-Stiftung im letzten Jahr schon in mehreren deutschen Städten durchgeführt worden. Diese Partnerschaft ist also erprobt, für sehr gut befunden worden. Die Freude wird heute noch gesteigert dadurch, dass Sie, Frau Wenzin, als Chefredakteurin selber den Abend moderieren werden. Neu im Bunde ist jetzt hier der Partner Staatskanzlei und dass wir dann hier im Saarland gleich die Ministerpräsidentin und den Sozialminister und die große Festhalle genießen dürfen. Das ist innerhalb der bisherigen Veranstaltungsreihe tatsächlich ganz einmalig. Und ich möchte Ihnen deshalb, Frau Kramp-Karrenbauer, für diese Gastfreundschaft und die Offenheit des Saarlandes ganz herzlich danken. Warum ein Generationendialog? Warum ein Gespräch über das Verhältnis von Alt und Jung, über unsere Bilder von Alter, die Erwartungen der Generationen aneinander? Für die Körber-Stiftung steht dieser Dialog im Zusammenhang mit einem ihrer Schwerpunktthemen, Alter neu erfinden. Wir führen eigene Altersprojekte durch. Wir bewegen das Thema Alter auf Veranstaltungen, in Publikationen, auch in Studien. Und aus einer Studie, die im Februar veröffentlicht wurde, wollte ich ein Ergebnis, eine Erkenntnis mit Ihnen teilen. Vielleicht ist das ja ein Aufhänger für das Podium später. Wir haben Menschen allen Alters befragt zu ihrer Sicht auf Alter. Und ganz verkürzt die Antwort bekommen, dass viele Menschen, und zwar Angehörige aller Generationen, mit Sorge auf das Alter sehen. Nicht aber aus den erwartbaren Gründen, aus Angst vor Krankheit oder Sorge darum, länger arbeiten zu müssen, sondern weil viele Menschen die Sorge treibt, dass Altsein in Deutschland zukünftig bedeuten könnte, ein Leben ohne soziale Sicherheit, ohne Solidarität, ohne wirkliche Teilhabe. 44% der Befragten dieser Studie können für sich selber sagen, sie erwarten ein durchaus auskömmliches Leben im Alter. Und trotzdem teilt auch die Mehrheit von Ihnen die Sorge, dass diese einkommensabhängige Schere in der Gesellschaft weiter auseinanderdriften wird und Solidarität abnehmen wird. Damit, denke ich, straft die Studie jene Lügen, die Alter per se, das hört man häufig, mit Besitzstandwahrung und Egoismus verunglimpfen. Im Gegenteil haben wir daraus geschlossen. Es wird deutlich, die Menschen, die Älteren insbesondere, haben ein sehr feines Sensorium für gesellschaftliche Verwerfungen und können sich ebenso wenig wie die Jungen ein gutes Leben im Alter ohne Solidarität vorstellen. Ich bin gespannt, ob diese Themen nachher eine Rolle spielen. Ich bin überhaupt sehr gespannt auf diesen Abend. Ich freue mich sehr, bedanke mich nochmal sehr herzlich für die Gastfreundschaft und wünsche Ihnen allen, die Sie in so großer Zahl gekommen sind, einen inspirierenden Abend. Dankeschön. Frau Ministerpräsidentin, liebe Annegret Kramp-Karrenbauer, liebe Frau Wenzin, liebe Frau Heiß, lieber Herr Gründinger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der größte Artikel auf der ersten Seite der Saarbrücker Zeitung behandelte heute das Thema Deutsche bleiben nach Rente noch viele Jahre fit. Und in der Tat, noch nie gab es eine Zeit, in der nicht nur die Lebenserwartung so hoch war wie heute, sondern auch die Lebensqualität im Alter und die Möglichkeiten, was man im Alter machen kann, so ausgeprägt waren, wie das heute der Fall ist. Hier im Saarland sind wir das Bundesland im Westen unserer Republik, in dem der demografische Wandel am weitesten vorangeschritten ist. Wir haben den höchsten Anteil hochbetagter Menschen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch den stärksten Rückgang der Schülerzahlen von allen Bundesländern im Westen unseres Vaterlandes. Und damit ist die spannende Frage, wie gehen wir mit diesem Phänomen um? Gestern hat Professor Kruse, den man wohl derzeit als den führenden Wissenschaftler im Bereich der Demografie bezeichnen kann, bei einer Veranstaltung hier im Saarland hervorgehoben, dass wir optimale Ergebnisse
erzielen, wenn wir auf die Zusammenarbeit der Generationen setzen. Das beginnt im Arbeitsleben, altersgemischte Teams, die die Lebenserfahrung, aber auch die beachtliche Kreativität der Älteren verbinden mit der Leistungsbereitschaft der Jüngeren. Und die Frage ist, wohin soll sich unsere Gesellschaft entwickeln? Wie soll unser Saarland von morgen aussehen? Auf der Landesebene, aber auch ganz konkret in den einzelnen 52 Städten und Gemeinden unseres Landes. Wie wollen wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren unsere Prioritäten setzen, sodass sie den unterschiedlichen Anforderungen von Alt und Jung gerecht werden können? Das ist eine spannende Frage. Und deshalb haben wir uns hier im Saarland entschieden, einen neuen Weg zu gehen. Es ist ein Experiment. Wir wollen Ende Mai beginnen, indem rund 2 Dutzend Vertreter unseres Landesseniorenrates gemeinsam mit den Vertretern der Gesamtlandesschülervertretung und des Landesjugendrings einen auch institutionellen Generationendialog beginnen. Und ich freue mich sehr, dass die Vorsitzenden dieser Gremien und auch zahlreiche Mitglieder heute Abend zu Gast sind bei uns in der Staatskanzlei. Ich sage, es ist ein Experiment, weil wir das, was an vielen Orten mit konkreten Projekten ja schon angegangen wird, versuchen auch ein Stück auf eine institutionelle Ebene zu heben. Aber so etwas muss natürlich geerdet sein. Und deshalb wollen wir dann ab dem Herbst auch in den Kommunen unterschiedliche Formen des Generationendialoges austesten. Und ich freue mich sehr, dass Bürgermeister Armin König aus Illingen, der übrigens auch eine Dissertation zum Thema demografischer Wandel und die Konsequenzen für die Arbeit in einer Gemeinde geschrieben hat, dass er vorangehen will und auch hier Alt und Jung zusammenbringen. Es ist eine der größten Herausforderungen, vor denen wir stehen, und Wolfgang Gründinger hat es in seinem Buch ja hervorragend auf den Punkt gebracht. Wir Zukunftssucher, wie Deutschland enkeltauglich wird. Denn wir müssen erreichen, wie man so schön neudeutsch sagt, dass es eine Win-Win-Situation gibt. Dass wir die Erwartungen und Wünsche der Älteren, ihre Lebenserfahrung und Kreativität auf der einen Seite zusammenbringen mit einer jungen Generation, die zum ersten Mal in unserer Geschichte damit konfrontiert sein wird, dass die Mehrheit der Menschen deutlich älter sein wird, dass wir ein Land werden, in dem die Hochbetagten sozusagen von der Zahl später dominieren werden. Wo wir aber erreichen müssen, dass man sagt, wir haben nicht einen Kampf der Generationen, sondern wir finden eine Form des Miteinanders der Generationen. Wir stehen hier im Saarland am Beginn einer spannenden Entwicklung. Und dafür brauchen wir natürlich auch Impulse, nicht nur aus unserem schönen Land selbst, sondern auch von außen. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf die Podiumsdiskussion heute Abend, auf die Anregungen. Und ich darf Ihnen versprechen, und diejenigen, die ja als Akteure dann im Mai auch dazu beitragen werden, dass wir diesen Generationendialog in der beschriebenen institutionellen Form bei uns starten können, werden sicherlich auch aufmerksam zuhören, dass wir all dieses mitnehmen und dann im Mai uns gemeinsam auf den Weg machen. Aber das Startsignal sozusagen wird heute von unserer Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hier in der Staatskanzlei des Saarlandes gegeben. Schön, dass Sie alle bei uns sind. Herzlich willkommen auch im Namen des Deutschlandfunk. Ich bin ganz stolz, hier zu sein. Wir werden immer älter, wir leben immer länger. Wer heute in Rente geht, hat noch ein Viertel seines Lebens vor sich. Und die Jungen, sie werden immer weniger. Ist dieses Land, unser Land, enkeltauglich? Sind die existierenden Generationenverträge
zukunftstauglich? Und stimmen die Bilder eigentlich noch, die wir haben, vom Altsein und vom Jungsein, oder haben nicht beide schon kräftig Falten? Das ist das Thema des Generationendialoges heute Abend und wir besprechen es mit unseren beiden Gästen. Das ist die Regierungschefin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer. Herzlich willkommen. Und es ist Werner Gründinger, der Zukunftslobbyist und Anwalt der Jugend. Wir werden ihn kennenlernen. Und an Sie beide habe ich, bevor ich Sie ein bisschen vorstelle, was ich aber eigentlich gar nicht an diesem Ort muss, eine kleine kurze Frage zu Beginn mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Und dann geht es richtig los. Frau Ministerpräsidentin, Hand aufs Herz, wir sind ja unter uns. Jede Entscheidung, die Sie treffen, denken Sie da an die nächste Generation und die Folgen? Nicht dezidiert, aber ich denke oft an meine eigenen Kinder und das ist die nächste Generation. Und Herr Gründinger, Sie als Anwalt der Jugend können vom Nachdenken und Reden über dieses Thema auch ganz gut leben. Ich kann davon einigermaßen leben, man wird nicht reich davon. Gut. Ich darf Ihnen Herrn Gründinger noch ein bisschen intensiver vorstellen. Jahrgang 1984, Autor, Solo-Selbstständiger und Zukunftslobbyist. Ich brauche, sagen Sie, nur einen Laptop und gute espressohaltige Getränke und Sie leben in Berlin und man kann es sagen, Sie leben auch im Internet. Sie sind Sprecher der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und so etwas wie der Anwalt der Jugend und Mitglied, jetzt kommt's, der SPD und der Piraten, ein Doppelwopper sozusagen. Von den einen sagen Sie, von der SPD, da gibt es viele Delegierte und manchen Vorstandsbeschluss. Und von den anderen sagen Sie, die reden ganz normal. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Annegret Kramp-Karrenbauer, Jahrgang 1962. Innenministerin des Saarlandes, damals 2002, waren Sie die erste Frau im Club der Herren, der Innenminister. Dann Bildungs- und dann Arbeits- und Sozialministerin und Regierungschefin. Zunächst in den Farben Schwarz, Grün, Gelb, Jamaika. Und dann haben Sie sich heftig und, sagen wir mal, zielstrebig und erfolgreich von der FDP verabschiedet. Und jetzt wird das Saarland schwarz-rot regiert. Und inzwischen sind Sie so etwas. Sie dürfen widersprechen, wie eine Vorkosterin. Und zwar bei Themen, die dann irgendwann mal auch in Berlin stranden und landen. Nämlich Themen wie Mindestlohn, Themen wie Frauenquote und Themen wie Spitzensteuer. In diesen Tagen rund um die CDU interessante Themen. Herr Gründinger, sagen Sie mal, die Rente, davon gehen Sie aus, Ihre Rente zumal, die werden Sie nicht erreichen, nämlich gar nicht bekommen. Frau Kramp-Karrenbauer, hat er recht, der junge Mann, wenn er sagt, wahrscheinlich wird er keine Rente mehr bekommen, wie wir sie bislang als Rente verstehen. Also er wird Rente bekommen, aber es wird keine Rente mehr sein, die sozusagen alleine dafür reicht, einen vernünftigen Lebensabend zu gestalten. Sondern man muss sehen, dass die Rente aus meiner Sicht eher den Charakter auch einer gewissen Grundabsicherung bekommen wird, die ergänzt werden muss, auch durch andere Elemente wie betriebliche Vorsorge und private Vorsorge. Warum sagen Sie, Herr Gründinger, dass die Rente, so wie sie bislang da ist, bei Ihnen, also Ihre Rente, nicht sicher ist? Wie kommen Sie darauf? Nun ja, die Rente ist sicher. Die Frage ist nur, welche Höhe. Und ist sie sicherer als die Kapitaldeckung oder nicht? Weil das wären noch die Alternativen. Ich sage eher, es gibt ein Gerechtigkeitsdefizit dabei. Nämlich die heute Jungen werden mehrfach belastet. Sie müssen erstens die heutigen Alten versorgen, die man ja die Rente nicht einfach wegnehmen kann und das auch gar nicht möchte. Zweitens müssen sie mehr für sich selbst sparen, um auf eine ähnliche Rente zu kommen. Drittens müssen sie länger arbeiten, nämlich mindestens bis 67. Und viertens müssen sie sehr geschlossene Erwerbsbiografien aufweisen, was heute ja sehr schwer geworden ist zu großen Teilen, um überhaupt unter dem Hintergrund der bisherigen Rentenreform in den letzten 10 bis 15 Jahren noch auf eine Rente zu kommen, die deutlich über dem Grundsicherungsniveau liegt. Also auf eine Rente zu erwirtschaften, die sie ohnehin
erhalten hätten, auch wenn sie nicht eingezahlt hätten, ihr halbes oder ihr ganzes Leben lang. Und das ist ein unmittelbares Gerechtigkeitsdefizit, weil die einzige Belastung für die heutigen Rentnerinnen und Rentner ist ja, dass ihre Rentenanstiege ein bisschen kleiner sind als bisher. Und ich glaube, da müssen wir reden darüber nicht unbedingt, wie wir den heutigen Älteren ihre Rente wegnehmen, sondern wir müssen... Das wollen Sie nicht. Nee, sondern Gut. Wir müssen reden Gut, darüber... Das können wir schon mal klären. Also genau, Sie wollen das können wir schon mal niemanden klären. Etwas wegnehmen. Gut. Zumindest nicht bei denen, die ohnehin schon wenig haben. Also sondern? Sondern bei denen, die viel haben, weil das sind nämlich wenige in Deutschland. Zum Beispiel die Erbschaftssteuer. Viele Menschen in diesem Lande erben wenig bis gar nichts. Wenige eben erben sehr viel. Und ich fände es gerecht, sowohl sozial als auch intergenerationell, dass die Erbschaftssteuer erhöht wird bei den großen privaten Vermögen und dieses Geld, das da rauskommt, investiert wird in Kinderbetreuung und in Bildung. Denn wir sind nämlich jung und brauchen dieses Geld. Gehen Sie da mit, Frau Ministerpräsidentin? Also zuerst einmal ist mir aufgefallen, dass Herr Gründiger eine Aufgabe aus dem Generationenvertrag mal glattweg vergessen hat. Und das ist nämlich, dass die jüngere Generation auch Kinder bekommen muss, weil das diejenigen sind, die dann für deren Rente nochmal aufkommen müssen und die Verpflichtung eingehen. Also insofern ist das... Nach der Reproduktionsquote fragen, wie weit sind Sie also die Kinderzahl in Deutschland ist schon seit 30 Jahren die gleiche. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Phänomen ist, das nur meine Generation betrifft. Nein, aber Sie haben die Aufgabe oder sozusagen diesen Aspekt erst gar nicht erwähnt und der gehört zum Generationenvertrag in Deutschland mit dazu. Der wird nämlich nicht nur dadurch sozusagen erfüllt, indem jeder arbeitet und dadurch auch in die Rentenkasse hineinzahlt, sondern wird auch dadurch erfüllt, dass es Mütter und Väter gibt, die Kinder bekommen, die dann sozusagen ihrerseits diesen Vertrag fortsetzen. Das macht zum Beispiel das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu einem der Zukunftsthemen schlechthin, denn wenn das nicht gelingt, dann wird es, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, bei der noch sehr viel stärker Notwendigkeit, eine geschlossene Erwerbsbiografie vorzuweisen, dann wird das noch schwieriger zu bewerkstelligen und damit machen wir natürlich das Risiko, im Alter arm zu werden, auch für die nächsten Generationen, noch mal ein Stück höher. Aber genau der Punkt, Frau Ministerpräsidentin, nämlich die Altersarmut, wo es ja im Moment viele Koryphäen und Koniferen gibt, die sich da Gedanken machen zu dem Stichwort, mal mehr die einen, mal mehr die anderen. Genau dieses nämlich zu berechnen und damit zu kalkulieren, ist ja eigentlich eine Bankrotterklärung der Rente, wie wir sie bislang haben. Dass also das, was ich erwirtschaftet und erarbeitet habe, für mich nicht mehr reicht. Was ist das für eine Botschaft an die nachfolgenden Generationen? Also es ist vor allen Dingen die Botschaft, dass wir mit Blick auf den Arbeitsmarkt, so wie wir ihn jetzt vor uns haben, die Entwicklungen, die dafür sorgen, dass man keine entsprechend bezahlte Arbeit oder keine durchgängige Erwerbsbiografie hat. Es sind lange Pausen, die man einlegen muss, selbst wenn man es nicht will, etwa wegen Kinderbetreuung, wegen Pflegeverpflichtung oder anderes. Das sind keine durchgängigen Erwerbsbiografien, die man deshalb nicht bekommt, weil man von einem Praktikum zum anderen verschoben wird, weil man aus einer Teilzeitphase nicht wieder in die Vollzeit wechseln kann, dass wir an die Punkte jetzt herangehen müssen, weil wir ansonsten sehenden Auges, und zwar insbesondere nach wie vor für Frauen, in die Altersarmut der nächsten Jahre hineinlaufen. Und deswegen ist die Frage, wie gestalten wir die Arbeitsbedingungen und die Arbeitswelt heute im Jahr 2013, die beste Prävention mit Blick auf das Thema Altersarmut. Da müssen wir noch über diese revolutionäre Idee von Herrn Gründinger sprechen, und zwar die Sie gerade genannt haben, nämlich, dass diejenigen, die es sich leisten können, so habe ich Sie verstanden, auch etwas mehr zahlen sollen. Frau Kramp-Karrenbauer, in diesen Zeiten, in diesen wilden Revolutionszeiten Ihrer Partei, der CDU, wo von heute auf morgen Frauenquoten entstehen und andere hektische Bewegungen, Sie könnten sich ja jetzt auch mal ganz revolutionsgemäß etwas wünschen und sagen, gut, dann gehen wir in die Richtung und machen so etwas wie einen Generationen-Soli. Nicht also 2020 für die Quote, sondern ein bisschen vorher. Also erstens, die Quote wird auch vorher schon kommen. Im Übrigen gibt es keinen, ob es gibt es die feste Quote ab 2020 bis dorthin flexibel und es gibt bisher auch keinen Antrag, auch keiner Opposition, der sagt, wir brauchen ab dem Jahr 2014 eine feste Quote. Die gehen auch alle ab 2018, also insofern muss man das sagen. Die Frage, und da gebe ich Ihnen recht, die Frage, wie wir sie im Saarland immer formulieren, starke Schultern müssen mehr tragen als schwache, ist aus meiner Sicht
eine ganz wichtige. Wir leben in einer Phase, in der wir vielen Menschen auch viel zumuten, etwa durch das Thema auch Umgestaltung der öffentlichen Haushalte, was nichts anderes als Einsparung bedeutet. Und das wird nur akzeptiert werden, wenn die Menschen das Gefühl haben, es geht dabei einigermaßen gerecht zu. Und deswegen muss es gerecht zugehen, sowohl bei den Einsparungen, aber auch bei den Einnahmen. Und das ist einer der Gründe, weshalb man sich das Steuersystem insgesamt anschauen muss. Das ist nicht nur die Frage des Spitzensteuersatzes, das ist die Frage der kalten Progression, wo sich mancher Facharbeiter auch überlegt, ob er denn nicht lieber noch einen Schritt zurückgeht, weil ansonsten alles das, was er mehr verdient, sowieso gleich ans Finanzamt geht. Und das sind auch die Fragen der anderen Steuern, wobei ich sage, das ist gerade bei der Vermögensteuer und bei der Erbschaftssteuer aus meiner Sicht schwierig. Bei der Vermögensteuer habe ich ein Problem damit, dass in der Öffentlichkeit Erwartungen geweckt werden, was die alles sozusagen mit Blick auf die öffentlichen Einnahmen regeln soll. Wenn ich diese quantitativen Erwartungen erfüllen will, dann muss ich so früh ins Vermögen einsteigen, dass hier jeder, der sich auch hart ein Haus vom Munde abgespart hat, davon betroffen ist. Das halte ich für nicht vertretbar. Und bei der Erbschaftssteuer haben wir juristische Fragen zu klären. Für mich ist zum Beispiel die Frage auch dort, wo es um Familienunternehmen geht, was das Erbe darstellt, was auch weitergegeben wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir ein Interesse daran haben, dass dieses Erbe zum Beispiel mit einer massiven Erbschaftssteuer so belegt wird, dass die Familienbetriebe nicht weitergereicht werden. Also insofern muss man da sehr differenziert hinschauen und dafür werbe ich auch im Moment noch aus einer Minderheitenposition in der CDU heraus. Als Vorkosterin auch an der Stelle. Manchmal. Ja. Ich fasse noch mal kurz zusammen, aber es ist doch eine ganz nette Position, oder? Es ist eine Position, die in der Tradition der Christdemokraten im Saarland steht. Wunderbar. Es gibt Zustimmung, es gibt Zustimmung. Also, Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer bleibt dabei, der Spitzensteuersatz muss angehoben werden, nicht so spät wie die Quote, die kommt ja 2014 aufwärts. Und was machen wir jetzt mit dem Generationensoli von Herrn Gründinger? Wie soll der aussehen? Wie soll der sich auch, wie soll der sich eintakten? Ehrlich gesagt, es ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Fragen Sie Frau Kramp-Karrenbauer, auf so Steuereinnahmen so ein Bapper drauf zu machen, das ist für die Generationengerechtigkeit und das ist dann nebendran für andere Aufgaben. Ja, wir geben momentan in Deutschland vom Sozialstaat her viermal mehr für die Älteren aus als für die Jüngeren. Ich glaube, da ist eine Schere drin in dem, was wir tun für die Alten und für die Jungen, obwohl wir doch eigentlich für die Jungen umso mehr machen müssten in einer Gesellschaft, die älter wird. Denn diese Generation muss später ja die Älteren finanzieren, die dann ja mehr werden, die länger leben. Und deswegen kommt es darauf an, dass der Kuchen, von dem dann die größere, ältere Generation auch noch einen fairen Anteil abbekommen soll, dass der größer wird. Weil es zählt ja nicht, wie alt denn die Bäckerin oder der Bäcker ist, die diesen Wohlstandskuchen bäckt, sondern es zählt, wie raffiniert dieser Bäcker ist, der den Wohlstandskuchen bäckt, also wie groß er ist und wie gut er ist. Und nur wenn die junge Generation so produktiv und leistungsfähig ist, also wenn wir genug in die Bildung reingeben, in die Kinderbetreuung reingeben zum Beispiel, Deutschland ist 20 Milliarden Euro mindestens unterfinanziert, was die Bildung angeht, im Vergleich zu anderen Industrienationen. Das ist nur der Durchschnitt. Wenn man die skandinavischen Länder, also die Spitzengruppe ansieht, dann sind es 40 Milliarden Euro. Und insofern müssen wir irgendwoher ja Geld auftreiben. Und ich sehe das als eine wunderbare Lösung an, wenn wir sagen, diejenigen großen Privatvermögen, die vererbt werden, dass wir dann sagen, okay, dieses Erbe ist ein Einkommen, das der Erbe nicht erwirtschaftet hat selbst. Und da finde ich, ein bisschen mehr Steuern drauf zu erheben, schon sehr sinnvoll, weil da gibt es einiges an Geld, das durchaus umverteilt werden kann von den Alten zu den Jungen. Übrigens, was die Erbschaftssteuer angeht, es heißt immer, dieses ganze Erbe, das wird mal von den Alten zu den Jungen wandern. Also es ist ja doch eine wunderbare Sache bei der Generationengerechtigkeit, weil es kommt ja eh zu den Jungen. Das glaube ich nicht. Nämlich, wenn die heutigen älteren Leute nicht mehr bei uns sind, diesen Planeten verlassen, dann sind sie so 80, 90 Jahre alt, vielleicht älter, und dann sind ihre Kinder ja auch schon 50, 60, 70 Jahre alt. Und das ist dann kein Vererben mehr von alt zu jung, das ist ein Vererben von sehr alt zu alt. Und deswegen plädiere ich sehr stark dafür, bei diesen großen privaten Erbschaften
einen Teil zu nehmen, zu sagen, das ist ein Generationensoli. Und Sie springen über den die Generationen hinweg und geben es dann den Jüngeren. Das wäre auch interessant. Frau Kramp-Karrenbauer, da wird eine Generation ausgelassen. Das ist jetzt wirklich mal sehr interessant. Ich weiß nicht, wie Sie das anstellen wollen. Also ich kann diese These auch nicht teilen, zumal mir der Erbschaftsbegriff auch zu eng gefasst ist. Also das, was meine Eltern mir vererbt haben, also meine Mutter lebt zum Glück noch, die wird jetzt demnächst 84, aber das, was meine Eltern mir und meinen 5 Geschwistern vererbt haben, das ist eine gute Schulbildung, das ist eine gute Ausbildung, das ist die Fähigkeit, dass jeder für sich selbst sorgen kann und jeder von uns hat auch ein Stück weit für sich selbst gesorgt. Das ist mir sehr viel mehr wert, als dass irgendein Haus, in dem meine Mutter jetzt noch lebt, an uns irgendwie vererbt wird. Also dieser Erbschaftsbegriff ist mir zu kurz gesprungen, muss ich sagen. Da geht es nur um das fiskalische Vermögen. Und der zweite Punkt ist, dass meine Erfahrung auch in meiner eigenen Großfamilie so ist, dass natürlich die mittlerweile nicht nur die Eltern sozusagen Verantwortung für ihre Kinder tragen und in Solidarität stehen, sondern in einem sehr großen Teil gerade auch die Großeltern. Das ist im Übrigen sowieso ein Phänomen, das ich auch in der eigenen Familie mit feststelle, dass es manchmal unheilige Allianzen zwischen den Großeltern und den Enkeln gibt, das gegen die Eltern. Ganz gut. Ja. Das liegt vielleicht daran, dass die Großeltern die Eltern auch noch als Kinder kennen und wissen, dass das eine oder andere, was man so an Erziehungstipps von sich gibt, auch nicht immer selbst geliebt wurde. Da bin ich ja ganz bei Ihnen. Ja. Also wir haben auch keinen Kampf der Generationen, zumindest nicht in der Perspektive, wie er oft plakatiert wird. Alt und Jung verstehen sich in Deutschland sogar sehr gut. Das hat viele Gründe. Zum einen der, dass die Natur des Generationenkonfliktes eine andere ist als bei anderen sozialen Konflikten. Zum Beispiel zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Mann und Frau, auch zwischen Arm und Reich. Warum? Nun ja, als Schwarz oder Weiß wird man geboren und bleibt sein Leben lang. Als Mann oder Frau wird man geboren und bleibt es meistens, muss man heute sagen, auch ein Leben lang. Als Arm und Reich wird man auch geboren und bleibt es auch ein Leben lang, sehr häufig, weil die soziale Mobilität im Kapitalismus, wie wir wissen, eher die Ausnahme ist als die Regel. Aber man wird jung geboren und wird dann im Laufe des Lebens irgendwann mal alt werden, auch wenn man natürlich nie alt sein möchte. Und die heutigen Älteren waren mal früher jung, auch wenn sie es manchmal vergessen. Insofern ist diese Solidarität der Generationen ja auf Gegenseitigkeit angelegt, von der Natur her. Und zum anderen, wir wissen zum Beispiel auch, dass der Spielwarenabsatz in Deutschland nicht sinkt, wie man glauben würde, bei niedrigen Kinderzahlen, sondern steigt. Und woran liegt das? An den Großeltern. Weil die nämlich erstens mehr zu verteilen haben als früher und zweitens froh sind, überhaupt noch Enkelkinder zu haben. Das war doch aber jetzt gerade ganz entscheidend, was Sie beide machen. Sie schildern ja Ihr Erleben von Generationen. Leben und miteinander leben. Wenn Sie, Herr Gründinger, jetzt durch die Lande reisen und Generationen überspringen, bestimmte Erbschaften kassieren, fürchten Sie nicht, dass Sie dadurch ganz viel Geld bekommen und schlussendlich das, was Frau Kramp-Karrenbauer beschrieben hat, nämlich eine Freiwilligkeit, ein Sponsern, eine Generation miteinander, geradezu abwürgen? Nee, warum? Das ist jetzt ja freiwillig da. Dazu braucht es im Moment keine Gesetze Abgaben also und keine Solis. Hin und wieder redet man auch mit den Jungen. Das kommt manchmal vor, das ist richtig. Man hört sogar zu dann. Meistens aber, wenn entschieden wird, ist auf einmal die Jugend nicht mit mehr am Tisch. Zum Beispiel im Rentendialog der Bundesregierung. Es geht doch um die Rente der Jungen. Wo waren die am Kabinettstisch beim Rentendialog? Oder auch im sogenannten Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung, der die Bundesregierung beraten soll in Fragen der Zukunft. Also um die junge Generation geht es doch dort. Da sind viele honorable und respektable Persönlichkeiten drin, aber kein Mensch unter 45. Oder auch in den ARD und ZDF-Fernsehbeiräten. Die sind 50 Leute groß, aber suchen Sie da mal nach einem, der unter 50 Jahre alt ist. Und deswegen produzieren ARD und ZDF auch so Dinge wie Traumschiff oder was weiß ich. Aber die ganzen coolen Formate, die werden in irgendwelche Internet-Nischensender ausgelagert. Sprich, die Jugend ist nicht mit da, wenn es um Entscheidungen geht. Sie darf nicht mal mitwählen bis 18 Jahre. Also hier sehe ich eine ganz große Ungerechtigkeit. Und wenn es um Veränderungen geht, dann heißt es nämlich oft, und ich bin ja in der SPD jetzt seit vielen Jahren als Basismitglied immer wieder mal aktiv, und wenn man da mal sagt, wir müssen mal was anderes machen als bisher, dann heißt es ja, wir haben schon mal 98 bis 2000 das ausprobiert, das hat also damals nicht geklappt. In der SPD haben Sie aber auch den Altersdurchschnitt gehoben, oder? Ja, das ist aber auch schön. Also wenn man da hinkommt, ich war in Tirschenreuth in meinem Ortsverein damals und habe überlegt, wo gehe ich hin? Dann bin ich zur SPD gegangen
Man kommt rein, man ist der Einzige unter 50, dann wird man als Jahrhundertwunder gefeiert, denkt sich, oh Gott, ein junger Mensch unter 50, was willst du bei uns werden? Das ist auch schön, ja, das ist klasse. Also ich rate allen jungen Menschen, geht zu den Parteien, muss ja nicht die SPD sein, kann auch eine andere Partei sein, ihr werdet da herzlich aufgenommen. Das Problem ist nur, sobald man was anders machen will als bisher, oh, dann läuft man sehr schnell gegen Wände. Da sind Sie bei den Piraten dann besser aufgehoben. Sind da mittlerweile auch nicht mehr. Ach so, okay. Ich bin da seit einem Jahr Mitglied und das ist wirklich schwer geworden. Also ich habe auch auf diese Partei, wie viele andere, etwas projiziert, ein Generationenprojekt, ein Internetprojekt und dachte mir, jawohl, ich probiere jetzt mal einiges aus, was anderes zu machen als bisher. Aber auch dort gibt es mittlerweile Pfadabhängigkeiten und eine wirklich grausame Kultur der Diskussion miteinander. Das sind aber Menschen, die wurden eben nicht vom Leben auf dem goldenen Löffel getragen und finden dort eben bei den Piraten andere, denen es auch so ging, die im Internet zum großen Teil einfach einen Raum gefunden haben, in dem sie Menschen gefunden haben, die ähnlich ticken wie sie, die auch irgendwie am Rand der Gesellschaft standen. Das ging bei mir damals noch, als ich jung war, über Bücher. Ich hatte keine Hobbys und keine Freunde und habe dann angefangen, Bücher zu schreiben, weil die verurteilen einen nicht. Heute macht man das im Internet und das finde ich ein spannendes Phänomen. Frau Kamm-Karrenbauer, Sie haben gerade tief geschnauft. Das war die Stelle, wo der junge Mann über die Piraten sich beschwerte. Nein, weniger über die Piraten. Es ist so eine eigene Empfindung, eine eigene Erfahrung von mir, dass ich mir schwer tue mit dieser Einteilung, sozusagen die innovativen, kreativen Jungen und da so die alten Verknöcherten. Also wenn ich mit einer wirklich innovativen Frau mit Blick auf das Thema Familienpolitik reden will, dann rede ich in meinem eigenen Bundesfachausschuss mit Ursula Lehr. Die hat ein Temperament cool. Und ein so und das hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Kommentierung, die ist cool. Ja, die ist cool. So, und ich sag mal, cool. Die Frage, ob jemand engagiert ist, ob jemand kreativ ist, ob jemand auch sozusagen über den eigenen Tellerrand springt, das hat aus meiner Sicht überhaupt nichts mit Alter zu tun. Ich habe in meinem Berufsleben viele kennengelernt, ich sag mal, die zum Beispiel frisch von der Uni in den Schuldienst gekommen sind. Da waren welche dabei, die waren geistig schon so zugemauert und hatten gerade das Staatsexamen in der Tasche. Und ich habe Lehrer kennengelernt, die standen ein halbes Jahr vor der Pensionierung und die hatten immer noch innovative Ideen und Wünsche und Hoffnungen für ihre Schülerinnen und Schüler. Deswegen tue ich mir ein bisschen schwer mit zu sagen, das sind die Jungen und das sind die Alten und die sind so, das ist sehr individuell. Ich habe unglaublich kreative Junge kennengelernt und unglaublich kreative Alte und das, was das Land braucht, ist, dass es Menschen hat, schwarz-weiße Männer, Frauen, junge Alte, die einfach bereit sind, auch über den eigenen Tellerrand zu schauen und Dinge neu aufzugreifen und das ist das Potenzial, das man zusammenbringen muss und daraus entsteht kreative Unruhe. Der Generationendialog im Deutschlandfunk, zu Gast im Saarland. Die Regierungschefin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer, ist bei uns und Werner Gründinger, Zukunftslobbyist. Wolfgang Gründinger, Zukunftslobbyist, Mitglied der SPD und der Piraten und vielleicht demnächst auch der CDU, wenn das so weitergeht hier vorne. Kann gut sein. Lassen Sie uns über das sprechen, was der Staat tun kann und was der Einzelne tun muss und was der eine dem anderen auch nicht abnehmen kann. Also lassen Sie uns ein bisschen über die Instrumente sprechen. Wir haben schon diverse angesprochen. Wie ist das beispielsweise mit dem Instrument der Großelternzeit? Das war ja eine Idee, die justament auch in den vergangenen Monaten aufkam. Familienministerin Schröder hatte sich das überlegt, nicht monetär bedacht, aber Großeltern, die wie bei Elternzeit für ihre Enkelkinder da sein könnten. Das hat ja die CDU noch nicht revolutionär, vorrevolutionär, ganz schnell wieder kassiert. Es war wohl auch, heißt es nicht zu machen, mit anderen Regierungspartnern. Wäre das beispielsweise eine Geschichte, auf die Sie beide sich verständigen können in der Mitte? Eine Zeit für Großeltern, die aktiv die nächste, übernächste Generation betreuen? Also Großelternzeit fände ich ein wahnsinnig tolles Ding. Darf aber nicht davon ablenken, dass wir auch öffentliche Kinderbetreuung brauchen, die funktioniert, die bezahlbar ist, die am besten von ganz früh bis ganz spät offen hat, damit es auch klappt mit der Vereinbarkeit mit dem Beruf.
Also es darf auch nicht so aussehen, dass dann so ein Halbtagskindergarten da ist, der irgendwie um 9 Uhr aufmacht und um 13 Uhr zumacht oder so und der noch so viel Geld kostet, dass damit schon eine halbe Teilzeitstelle drauf geht. Da muss man auch nochmal hingucken. Also momentan fehlen ja noch über 200.000 Plätze. Also das, was Familie wollen, ist, dass sie auch wirklich Familie leben können. Und wir brauchen die Infrastruktur, ist überhaupt keine Frage, und wir brauchen sie auch zeitlich flexibel. Aber ich kenne keine Familie, die, ich sag mal, fast rund um die Uhr Öffnungszeiten will, damit sie die Kinder möglichst früh abgeben kann, möglichst spät abholen kann, um möglichst flexibel dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen. Das ist auch nicht das, was wir an Lebensqualität brauchen. Und deswegen gehört aus meiner Sicht Zeit schaffen, um Familie auch leben zu können, gehört dazu. Das ist die Frage, wie definieren wir eigentlich eine familienverträgliche Vollzeit? Also etwas, was etwa die nordischen Staaten sehr viel besser kennen als wir. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch das Thema Großelternzeiten. Das ist etwas, was aus meiner Sicht die CDU auch will, denn man muss ja sehen, die Teilung, die es früher gab, wenn man sozusagen selbst im Beruf steht, hat man zumindest die Großmutter, die selbst nicht berufstätig war und die natürlich auf die Kinder aufpassen kann, die Zeiten sind auch vorbei. Die Großmütter von heute sind zum großen Teil auch berufstätig und werden in den nächsten Jahren auch stärker berufstätig sein. Das heißt, wir brauchen auch eine gesetzliche Regelung, die Großeltern die Zeit einräumt, um sich um ihre Enkel kümmern zu können. Und deswegen muss man das weiterentwickeln, sonst wird das nicht funktionieren. Und das passiert auch in der CDU, die es ja gerade ausgebremst hat? Das passiert auch in der CDU. Wir wollen das auch. Es ist in der Tat richtig, dass es in der jetzigen Legislaturperiode nicht durchzusetzen war. Aber aus meiner Sicht, wenn wir über die Frage, wie gestalten wir die Familienpolitik in den nächsten Jahren reden, da warten wir ja sozusagen auf die alle Ergebnisse der Evaluierung der familienpolitischen Instrumente. Und eines der ganz großen Instrumente ist das Thema Zeit und Zeitmanagement. Und da muss auch was, eine Vereinbarung zum Thema Großeltern mit dazu. Frau Kamm-Karrenbauer, aber an der Stelle darf ich widersprechen. Das wird uns ja schon eine Weile versprochen von der Bundespolitik, dass die ganz vielen kleinen Instrumente in diesem großen Familienkarton sortiert werden sollen. Muss aber kommen, ist natürlich schwierig, wenn ich in dem ersten Bericht lese, die beitragsfreie Mitversicherung einer Ehefrau ist sozusagen kontraproduktiv. Natürlich ist das eher ein Anreiz, nicht selbst berufstätig zu werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich de facto eine finanzielle Entlastung für eine Familie. Also insofern wirken die Instrumente natürlich nie nur in die eine oder in die andere Richtung. Das macht die Bewertung so schwer, aber es wird kein Weg daran vorbei. Im Übrigen ist das eine Diskussion, die Frankreich im Moment genauso führt, dass wirklich bewertet wird, welches Geld setzen wir für was ein und was erwarten eigentlich die Eltern in diesem Land an Instrumenten. Nur wenn man sich da die Umfragen anschaut, sieht man, auch da herrscht die babylonische Sprachvielfalt. Würden Sie denn sagen, wenn wir nach der verbalen Aufgeschlossenheit auch wegkommen vom Stillstand der Rechtspflege und zu Aktivität genau an der Stelle, dass wir das Großelternzeit-Meisterstück mit Geld auch bestücken oder werden wir dabei bleiben, dass wir Befreiung von Arbeit für Großeltern, die immer jünger sind und bleiben, schaffen, um dann die Elterngeneration zu entlasten? Ich glaube, dass man Schritt für Schritt vorgehen muss. Und der erste Schritt ist auf jeden Fall, dass man einen Anspruch darauf hat, diese Zeit auch nehmen zu können. Wenn das nachher sozusagen dazu führt, dass auch aufgrund, wie sie eben gesagt hat, immer jünger werdender Großeltern man ja auch nicht in eine Situation kommen kann, dass die Großeltern sozusagen dann kein Einkommen mehr haben, weil sie die Zeit nehmen, dann ist das andere sicherlich ein zweiter Schritt. Aber zuerst wäre mir vor allen Dingen wichtig, dass man diesen Anspruch schafft. Großelternzeit auch für Sie ein Modell, das überlegenswert ist? Klar, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob mit Geld oder ohne Geld, aber ich glaube, dass wir noch weitergehen müssen. Zum Beispiel, indem wir Kindertagesstätten und Seniorenheime einfach mal nebeneinander bauen. Der Trend geht aber eher in die andere Richtung, nämlich war zumindest in der Diskussion, wo einige sagen, okay, wir sollten die Kitas in Zukunft außerhalb der Wohngebiete bauen, weil die Kinder so laut sind. Oder dass die Bundesregierung ein Gesetz machen muss, wo drin steht, Kinderlärm gilt nicht als Lärmbelästigung, weil so viele Alte dagegen klagen, gegen den Lärm von fußballspielenden Kindern. Und das finde ich auch was man in der Debatte vielleicht mal anmerken sollte, weil da fehlt es auch manchmal an Respekt gegenüber den jungen Familien. Ich greife das gerne auf, weil ich
schon die Gefahr sehe, dass wir auch hier uns so in Schubladen stecken lassen. Also schön getrennte Lebenswelten. Da gibt es die schöne bunte Kinderwelt, wo die Kinder unter sich sind, und dann gibt es die Seniorenwelt und im Grunde genommen diese Großfamilie, in dem Generationen miteinander zu tun hatten, die gibt es eigentlich immer seltener. Und deswegen halte ich sehr viel von diesen Ansätzen, Dinge so zu organisieren, dass Generationen zusammenkommen können. Natürlich idealerweise in der Familie und dort, wo das nicht möglich ist, auch organisiert. Wir haben vor kurzem hier im Saarland ein privates Pflegeheim auch noch mal besucht, wo sozusagen die Inhaberin eine eigene Kindertagesstätte in das Pflegeheim für die Mitarbeiter aufgebaut hat und wo es zum Beispiel so ist, dass die Kinder zusammen mit ihren Eltern, die dort auf der Station arbeiten, mitgehen und die älteren Menschen auch mit besuchen. Und das spürt man, das ist schon in der Einrichtung eine vollkommen andere Atmosphäre als in anderen Einrichtungen. Das tut beiden Seiten gut. Und deswegen werbe ich sehr dafür, dass man solche Projekte wirklich sehr viel stärker befördert, als das bisher der Fall war. Also auch da muss man aus den Gräben und aus den Schubladen raus. Gehört das schon zu so etwas wie dem, was Sie ja als Credo beschreiben? Genau, Sie sagen, brauchen ja und ein Alten. Managen von Alter, ja. Das ist ja Ihre Vorstellung. Richtig, also wir brauchen ja die Alten als einen mächtigen Bündnispartner. Wir alleine als junge Generation sind zu versprengt, zu vereinzelt, wir können es gar nicht schaffen, alleine das Land umzukrempeln und enkeltauglich zu machen. Sondern wir brauchen die Alten als einen mächtigen Bündnispartner. Sie haben das Sagen, sie sitzen an den Hebeln der Entscheidungen und sie haben das Land so gemacht, wie es heute ist. Und da finde ich einige ganz konkrete Projekte wirklich sehr cool. Da geht es nicht nur um die hohe Politik. Da geht es auch nicht darum, was die CDU oder was sonst eine Partei macht übrigens. Ja. Mir ist es heute ein bisschen zu viel in die Parteien rumgewatsche. Nee. Mir geht es darum, dass es konkrete Projekte auch vor Ort gibt, die man auch beobachten kann. Zum Beispiel Wohnen für Hilfe. Das ist ein Projekt, die haben sich überlegt, okay, in den Städten steigen die Mieten sehr stark an und junge Studierende haben es schwierig, überhaupt noch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Sprich, was haben sie gemacht? Okay, sie haben gesagt, die Alten haben große Wohnungen, die Kinder sind aus dem Haus, die haben ein Zimmer frei. Und das können sie doch nicht vermieten, sondern gegen Hilfsleistungen, zum Beispiel mal den Schnee wegräumen im Winter, an junge Studenten geben. Das kann ich mir jetzt nicht ganz konkret für mich selbst vorstellen. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, wie es ist, mit einer älteren Dame, einem älteren Herren zusammenzuwohnen in der gleichen Bude. Aber ich kenne Fälle, das klappt wunderbar. Die sind beide zufrieden und glücklich und die Studierenden wohnen da für wenig Gegenleistung und die Älteren sind froh, dass sie jemanden haben, der ihnen hilft. Frau Kambara, wow, würden Sie sich von diesem jungen Mann so im Alter managen lassen? Wir können ja zusammen wohnen. Naja, wir sind ja gerade dabei, uns aneinander zu gewöhnen. Insofern haben wir noch ein bisschen Vorlauf. Aber das Projekt, das er angesprochen hat, das gibt es hier. Auch im Saarland gibt es auch in Saarbrücken. Und es ist in der Tat so, dort, wo es angenommen, wo es ausprobiert ist, das muss man immer individuell bestimmen, aber dort ist das wirklich, führt zu ganz, ja, wirklich zu ganz positiven Ergebnissen. Und die sich auf das Experiment einlassen, sind sehr zufrieden damit. Die Herausforderungen hier im Saarland sind mächtig gewaltig, numerisch betrachtet. Und Sie wollen so etwas anstoßen wie einen Generationendialog quasi im föderalen Zwischengeschoss, Justament. Das geht jetzt im Frühsommer los. Jetzt frage ich mal der CDU-Angehörende. Interessen wollen organisiert sein, lieber Herr Gründinger, das machen Sie auch. Regierungschefin des Saarlandes mit Blick auf die Euronen, die man auch nicht aus dem Blick verlieren darf. Wir haben mächtig gewaltige Herausforderungen, auch was die Schuldenbremse, die Haushaltskonsolidierung anbelangt. Wie ist da Ihre Perspektive? Also bei allem, was wir an zwischenmenschlichen Geschichten gerade beschrieben haben, wie kommen wir da zu einer Veränderung oder Umverteilung? Diese Geschichten sind ja für die nächste Generation angeschoben worden, im Sinne der Gründingers und aller, die kommen, damit die Schulden abgebaut werden. Ist es denn zu leisten mit den Herausforderungen, die wir vorher jetzt gerade beschrieben haben, die im Miteinander der Generationen auch notwendig sind auf der Strecke? Es ist eine extreme Herausforderung, das muss man sagen. Das Saarland ist ja in einer besonderen Situation, weil wir ja als eines der Konsolidierungsländer wirklich
jeden Haushalt vorlegen müssen beim Stabilitätsrat. Der wird also sozusagen objektiv durchleuchtet und nur wenn er für gut befunden wird, erhalten wir auch für eine Übergangszeit entsprechende Bundeshilfen. Und wir haben auf der anderen Seite wirklich eine demografische Entwicklung. Wir werden weniger, wir werden älter. Das heißt, wir müssen das Land auch entsprechend umgestalten und wir müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass das, was uns ja als Grundannahme, was wir als Grundannahme brauchen, nämlich ein vernünftiges Wirtschaftswachstum mit den entsprechenden Steuereinnahmen, da haben wir uns ja in den letzten Jahren auch sehr gut geschlagen, dass das erhalten bleibt. Dazu brauche ich die Arbeitskräfte. Also das heißt, die Herausforderungen sind ganz enorm und das zwingt dazu, dass man sozusagen bis in die eigenen Kernbereiche der eigenen Verwaltung, wir haben zurzeit gerade eine intensive Beratung mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstlaufen über eine massive Umgestaltung der Verwaltung mit einem damit verbundenen Personalabbau. Das zwingt dazu, dass man sozusagen sich bei den eigenen Kernbereichen auch beschränkt, damit man überhaupt noch Spielraum hat, auch die Aufgaben der Zukunft bewältigen zu können. Das heißt, das setzt wirklich voraus, dass man über die eigene Prioritätensetzung sehr genau nachdenkt. Trotzdem sage ich klipp und klar, dass für uns eine wirklich absolute prioritäre Aufgabe, unseren eigenen Haushalt in Ordnung zu bringen. Das ist die Verpflichtung für die Generation, die nach mir kommt. Ich möchte, dass meine Kinder auch noch irgendwas in der Politik gestalten können. Und vor allen Dingen ist es auch eine Frage, sich sozusagen selbst vorzustehen. Wir spüren am eigenen Leib, wie es ist, wenn man im Grunde genommen ein Stück weit auch von außen abhängig ist. Und das möchte ich der Generation, die nach uns kommt, nicht nochmal zumuten. Und deswegen kämpfe ich so dafür, dass wir den Haushalt hier wirklich in Ordnung bekommen. Also kein Infragestellen der Regeln, die sich jetzt ja, Bund und Länder gegeben haben, zu unterschiedlichen Zeitpunkten damit beginnen werden, die aber auch im Grundgesetz stehen und für die nächste Generation festgeschrieben sind. Aus Ihrer Sicht, Herr Gründinger, und unabhängig von der Partei, der Regierungschefin hier an Ihrer Seite, hat Politik für Sie immer den Mut, so offen darüber zu reden oder ist Politik zu schamig und schaut schon auf die Wählerschaft? Wir haben über die Numerik gesprochen, Sie sind nun mal die Wenigerin und von daher vielleicht, was dann die Abstimmung anbelangt, nicht ganz so wichtig wie die Mehreren auf der anderen Seite. Also hat Politik aus Ihrer Sicht immer alles in der Dimension, in der es wahrgenommen werden sollte, auf dem Radarschirm? Auf dem Radar vielleicht schon, nur die Durchsetzung ist schwierig. Wenn jedes zweite Mitglied von CDU und SPD über 60 Jahre alt ist, wenn jeder dritte Wähler über 60 Jahre alt ist und die Legislaturperiode nach 4 Jahren vorbei ist, dann ist zwangsläufig der Horizont sehr begrenzt. Auch die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, deren Zukunft dauert vielleicht noch 20 Jahre. Darüber hinaus können sie gar nicht denken oder denken sie gar nicht. Für die ist eine rein akademische Frage, ob die Meeresspiegel steigen oder die Altersarmut in 30 Jahren zurückkehren wird. Weil sie werden dafür nicht mehr die Verantwortung tragen, sie werden es vielleicht gar nicht mehr erleben. Während für meine Generation ist es keine akademische Frage, sondern eine Vorhersage der Zukunft, meiner eigenen Zukunft, wie es im Jahre 2050 aussehen wird. Und andererseits muss man sagen, natürlich sind auch die Entscheidungsträger dieser Probleme sich bewusst und wollen ihren eigenen Wettbewerb untereinander beschränken und sich Regeln geben, von denen sie hoffen, dass sie fairer und gerechter sind. Wie die Schuldenbremse zum Beispiel. Da kann man sich lange streiten, ob die handwerklich gut gemacht ist. Aber ich glaube, die Idee ist erstmal richtig, dass man sagt, wir wollen, dass in den zukünftigen Haushalten immer noch so viel Geld da ist und die Zinsen eben so niedrig sind, dass auch der künftige Gesetzgeber noch Geld hat, mit dem er auch gestalten kann und nicht nur zum Mangelverwalter degradiert ist. Andererseits brauchen wir aber auch Investitionen in die Zukunft, in Bildung, in Kinderbetreuung, in Forschung, Entwicklung und so weiter. Und dann habe ich die Sorge, dass die Schuldenbremse genau zum Gegenteil davon führt, wo sie eigentlich gemacht ist, nämlich dass zuerst dort gekürzt wird, wo am wenigsten Aufschrei ist, nämlich bei den Jungen. Weil die geringere Menge darstellt. Die geringere Menge und weniger Stimme. Also wir wissen zum Beispiel von Referenten in der Schweiz oder auch von einigen Wahlforschern in Deutschland, dass die Älteren nicht nur mehr Ressourcen haben, finanzieller Natur, die sie einbringen können, sondern auch mehr Zeit haben, um Bürgerbegehren ins Rollen zu bringen und in ihrem Sinne zu beeinflussen. Und dass auch das Abstimmungsverhalten
bei Volksentscheiden auch vom Alter abhängt. Das zum Beispiel in der Schweiz, wenn ich das noch ergänzen darf als Beispiel, da war ich vor kurzem in Zürich und da gab es die Abstimmung über den Familienartikel, der am gleichen Tag abgestimmt worden ist, wie die Abzocke-Initiative, aber gescheitert ist. Da ging es darum, dass der Staat mehr tun soll für öffentliche Kinderbetreuung. Und dort wurde mir erzählt, das lag vor allem an den Älteren, weil nämlich das war nur ein Beispiel jetzt, das kann man nicht verallgemeinern, aber zum Beispiel meinte eine Gesprächspartnerin von mir, ja, meine Schwiegermutter hat auch dagegen gestimmt, weil sie meinte nämlich, ich hatte es damals auch schwer, deswegen könnt sie ja auch nicht besser haben. Das ist natürlich jetzt ein etwas illustrierendes Beispiel und natürlich nicht verallgemeinerungsfähig, aber das zeigt die Konfliktlinien, wie es geht. Zuspitzen, was ja auch ein wichtiger Begriff ist in dieser Zeit, Partizipation, Bürgerbeteiligung, auch im Netz. Auch mit und durch bei den Piraten. Wir hatten ja so eine Abstimmung zum Beispiel über eine Schulentwicklung oder Schulperspektive, nämlich in Hamburg. Und wir hatten eine Beteiligung, glaube ich, von 25%. Demokratietheoretiker sagen, apropos Beteiligung und Partizipation, da hat eine Minderheit eine Entscheidung getroffen über die Zukunft, schulische Zukunft und Biografie von allen Kindern in diesem Stadtstaat. Und mancher sagt auch zum Beispiel, dass repräsentative Demokratie das ehrlich gesagt mit Blick auf alle Schichten der Gesellschaft besser kann. Also ich bin sehr dafür, dass wir das repräsentative System, so wie wir es haben, auch erhalten und auch aktiv nutzen und auch verbessern. Und verbessern heißt für mich auch, dass wir plebiszitäre Elemente mit dazugeben. Aber aus meiner Sicht, und das sind auch meine eigenen Erfahrungen auch aus der Kommunalpolitik, aus meiner Sicht bietet das repräsentative System in der Tat die Gewähr, oder nicht die Gewähr, aber die größere Chance, dass sozusagen Interessen von Gruppen artikuliert werden können. Ich kann mich gut erinnern, wenn ich gerade den Chef des Landesseniorenbeirates, Gerhard Ballers, in der Zuschauermenge vor mir sehe. Wir waren zusammen kommunalpolitische Kollegen. Und er kam auf die glorreiche Idee, ganz nach der These meines Mitdiskutanten, einen geplanten Kindergarten nicht in einem Neubaugebiet zu lassen, sondern mitten in die Stadt zu nehmen, um dort auch für die Durchmischung zu sorgen. Und das war meine erste Einwohnerversammlung, die ich erlebt habe. Und das war für mich wirklich erschreckend. Denn das Wort geführt haben dort diejenigen, die ein massives Eigeninteresse hatten, nämlich die, die sozusagen direkt aus dem Garten in den Kindergarten fallen wollten. Und alle anderen haben geschwiegen oder haben sozusagen keine Lobby gefunden. Und es war im Grunde genommen die Aufgabe auch der Ratsfraktion, diese Interessen zu formulieren und diese Lobby zu formulieren. Und deswegen steckt aus meiner Sicht in plebiszitären Elementen oder in nur plebiszitären Elementen immer auch die Gefahr, dass diejenigen, die sozusagen mit den modernen Medien gut zurechtkommen, die artikulieren können, die mobilisieren können, dass diejenigen zu Wort kommen und sich durchsetzen und dass die anderen, die diese Möglichkeit weniger haben, auf der Strecke bleiben. Deswegen glaube ich, die repräsentative Demokratie hat sich wirklich bewährt. Sie sollte im Kern auf jeden Fall auch erhalten bleiben und gestärkt werden. Sie muss aber auch sozusagen um stärkere Beteiligungselemente ergänzt werden, weil das muss man auch sehr selbstkritisch sagen, wir leisten uns nach wie vor auch politische Rituale, von denen ich ehrlich sagen muss, ich kann auch die Bürgerinnen und Bürger verstehen, dass sie sich da manchmal mit Grausen abwenden. Parteitage oder was meinen Sie? Ja, nicht nur Parteitage, aber für mich ist immer ganz interessant zu sehen, wenn wir Besuchergruppen im Saarland, im Landtag haben, auf der Besuchertribüne und wir liefern uns den parlamentarischen Schlagabtausch, von dem wir dann der Meinung sind, das ist das Tollste, was wir jemals debattiert haben. Und ich schaue dann nur in die Gesichter der Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer und sehe, dass die sich vollkommen entsetzt fragen, wie kann man eigentlich so miteinander umgehen. Dann glaube ich schon, wir haben sozusagen manchmal eine eigene Sprache, eigene Regeln, die die Bürgerinnen und Bürger nicht immer ganz nachvollziehen können. Jetzt müssen wir noch ganz konkret nachfragen, was ist aus dem Kindergarten in der Kommune geworden? Also wir haben das durchgesetzt, Gerhard Ballers hat das mit durchgesetzt. Der Kindergarten ist mitten in der Stadt, liegt neben dem katholischen Pfarrheim, wird als Tagesstätte genutzt, wird am Abend genutzt, etwa für Erwachsenenbildung. Und im Baugebiet ist es gar kein Problem. Die vorgesehenen Grundstücke sind privat verkauft worden. Und wenn ich heute denke, dann hätten wir heute in einem Baugebiet, in dem die Kinder sozusagen alle
fast aus einem Jahrgang kommen und jetzt schon lange nicht mehr in den Kindergarten gehen, hätten wir jetzt einen Kindergarten stehen, in dem im Grunde genommen die Eltern von überall her die Kinder beikarren müssten. Also insofern haben wir jetzt eine echte Belebung und wir haben vor allen Dingen, was nicht mehr selbstverständlich ist, über Tag Kinder im Straßenbild, was es in vielen Innenstädten so überhaupt nicht mehr gibt. Könnte auch eine Konsequenz sein, wenn man die andere Seite dieser von Ihnen beschriebenen Kerze nochmal anschaut, nämlich, dass wir ja Regionen haben, wie beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, wo ganz wenig Menschen nur noch leben, dass Politik sich dann im Sinne des Gemeinwohls und einer generationengerechten Aufstellung entscheidet und bestimmte Infrastrukturen für bestimmte Regionen auch nicht mehr zulässt, also dass man auch da die Kräfte konzentriert. Also was ich nicht möchte für die Zukunft, und die Debatte werden wir in den nächsten Jahren führen, und zwar auch bundesweit, das ist, dass wir in ein System kommen, das da heißt, naja, wir haben 5 Boomregionen in Deutschland, dort gibt es alles, schöne neue Welt, und der Rest des Landes hat irgendwie Pech gehabt, das ist halt Provinz. Sondern ich will, dass auch Familien, junge Familien, aber auch ältere, selbstbestimmt hier in einer Region wie dem Saarland leben können. Und das macht es auch erforderlich, dass man auch Infrastrukturentscheidungen bewusst setzt. Das macht es auch erforderlich, dass man zum Beispiel Verkehrsanbindungen, Verhandlungen mit der Deutschen Bahn nicht nur in Ballungsräumen führt, sondern auch gerade in Regionen wie der unseren. Weil ansonsten wird das dazu führen, dass wir Menschen zwingen, zum Beispiel im Alter, aus ihrer angestammten Lebensumgebung in eine Stadt zu ziehen, weil es einfach vor Ort keine Infrastruktur gibt, die es möglich macht, dass sie dort ihren Lebensabend verbringen können. Und ich glaube, das wird eine ganz große Aufgabe für uns sein in der bundesweiten Diskussion, aber für uns etwa im Verhältnis Landesplanung zu den Kommunen. Generationendialog im Saarland, halten Sie uns auf dem Laufenden. Das nehmen wir dann auch mit nach Berlin vielleicht oder woanders hin. Miteinander statt gegeneinander, das war bei allen Unterschieden bei Ihnen beiden jetzt immer wieder auch angeklungen. Mit einem Krieg der Generationen rechnen Sie beide nicht? Nee, zumindest nicht so, wie er oft in den Medien plakatiert wird. Zum Beispiel, wenn wir jetzt dieses alte Wort nehmen von den Hüftgelenken von Philipp Missfelder, der damals irgendwie vor 10 Jahren, Sie merken, wenn man einmal was sagt, was irgendwie medial auffällig ist, dann ist nach 10 Jahren es immer noch aktuell. Das ist ja eigentlich nicht generationengerecht, weil das heißt doch dann, wenn wir heute die Leistungen kürzen für die Alten, ob es jetzt Gesundheitsleistungen sind und auch die Rentenleistungen sind, dann trifft das auch meine Generation. Also dann ist eine Verschlechterung gegenüber denjenigen, die später kommen. Deswegen ist diese Rhetorik vom Krieg der Generationen, so wie er geführt wird, irreführend. Auch aus den Gründen heraus, die ich vorhin schon ausgeführt habe. Vor allem aber geht es mir um Respekt und um Miteinander. Das ist aber keine Einbahnstraße, sondern da geht es um Gegenseitigkeit. Und ich erwarte auch, dass mir ältere Menschen mal zuhören und mich nicht immer mit ihrem Shitstorm zu bombardieren, der nicht auf Twitter kommt, wie bei den Piraten, sondern per E-Mail und per Brief. Und wo mir dann sehr viele böse Dinge an den Kopf geworfen werden, nur weil ich irgendwo gesagt habe, ich möchte mal über Generationengerechtigkeit sprechen. Aber so wie Sie jetzt kennengelernt haben, Sie werden sich schon zu wehren wissen. Naja, die tun mir ja normalerweise nichts, aber da fallen auch schon so Sätze wie, ich drehe ihnen den Hals um oder arbeiten sie mal was, oder wenn es normal verlaufen wäre, also nach dem Morgentauplan, dann würde es sie gar nicht geben. Sowas bekomme ich fast jeden Tag geschrieben. Spricht für also sich. Das ist eine erhebliche Minderheit, die hier ziemlich fiese Gedanken in sich hat und die gegenüber jungen Menschen auslebt. Also ich habe das bei der einen oder anderen Vorkosterei durchaus auch schon mal als Reaktion. Aber ich sage mal, im Gegensatz zu mancher Anonymität im Internet bin ich dann immer froh, wenn es per E-Mail oder per Brief kommt, weil ich weiß, das sind dann auch Menschen, die sozusagen zu ihrer Meinung auch stehen, indem sie nämlich ihren Namen und ihren Absender auch draufschreiben. Und das ist zum Beispiel etwas, was Sie haben vorhin gesagt, Sie leben im Internet. Daran merkt man vielleicht den größten Unterschied zwischen unserer Generation. Ich bin durchaus auch aktiv, aber ich würde nie sagen, ich lebe im Internet. Ich lebe mit dem Internet. Ich glaube, allein in dem Wort macht sich das deutlich. Aber das ist zum Beispiel etwas, was mich unglaublich nervt am Internet. Dieser Hang dazu, zu kritisieren, zu diffamieren zum Teil auch, unter Ausnutzung der Anonymität. Das hat für mich einfach auch was mit Charakter und mit Haltung zu tun. Also die schlimmsten Diffamierungen kommen nicht im Schutz der Anonymität. Da hat das Internet überhaupt nichts verändert. Wie wollen Sie beide eigentlich, also nicht miteinander,
davon gehe ich mal aus. Aber wie wollen Sie beide eigentlich alt werden? Wie stellen Sie sich Ihr Alter vor? Auch das wird schön. Also, ja. Ich werde später in meinem Haus am See sitzen. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Dann halten Sie sich mal ran, ja? Und meine Enkeltochter wird mich fragen, Opa, was hast du eigentlich gemacht, als du so jung warst wie ich, damit ich, wenn ich später mal alt bin, genauso noch entspannt wie du jetzt in meinem Haus am See sitzen kann. Und ich hoffe, ich werde dir keine Antwort schuldig bleiben. Wolfgang Karrenbauer. Also es gibt einen klugen Ausspruch, der heißt, wer auf ein Alter in Würde hoffen will, der muss sich sehr früh mit der Würde des Alters auseinandersetzen. Und das ist ein sehr kluger Satz. Und ich hoffe sehr, dass mit Blick auf meine eigene Mutter, auf meine eigene Schwiegermutter, dieser Satz der Würde des Alters gilt, dass wir auch so in der Familie miteinander umgehen. Und das hoffe ich eigentlich auch mit Blick auf meine Kinder, dass sie mich auch einmal mit Würde behandeln. Also Goethe wurde damals, habe ich mir sagen lassen, im Alter von 53 Jahren als edler Greis verehrt. Nun ja, Sie sind auch mittlerweile ungefähr in dem Alter, aber wie eine edle Greisin sehen Sie mir nicht aus. Nein, das ist, deswegen sage ich ja, man kann das gar nicht jetzt an den Jahreszahlen sagen wir mal, festmachen, aber ich diskutiere das oft mit meinen Kindern, wenn die sich zum Beispiel über ältere Autofahrer ärgern. Das kommt ja schon mal vor. Und dann sage ich denen, stellt euch mal noch 2-3 Jahre vorher vor, als ihr noch keinen Führerschein hattet. Und wie das war, auf jeden angewiesen zu sein, zu fragen, kannst du mich dahin fahren oder dorthin bringen. Dann zu sehen, ich habe mein ganzes Leben aktiv im Berufsleben gestanden. Ich habe für mich selbst vorgestanden. Und dann irgendwann zu entscheiden, ich gebe sozusagen den Führerschein ab. Damit gibt man zumindest in unseren Breitengraden auch ein Stück Symbol der eigenen Selbstständigkeit ab. Und was das für diese Menschen bedeutet, das kann jemand nachvollziehen, der so darauf gewartet hat mit 17 oder 18, dass er endlich in diese Selbstständigkeit kommt. Und das ist so ein Punkt, wo man das deutlich machen kann. Und dann gibt es manche Äußerungen über ältere Autofahrer nicht mehr. Die über Frauen gibt es nach wie vor, aber daran arbeite ich auch noch. Wir werden weniger und wir werden älter. Und das Land ist herausgefordert und es wird bunter. Und ich danke der Gesprächskoalition und Gesprächskultur unserer Vorkosterin Annegret Kamm-Karrenbauer. Wir freuen uns schon auf den nächsten Bissen. Und unserem Zukunftslobbyisten und Anwalt der Jugend, Wolfgang Gründinger. Und ich glaube, es kommt, das habe ich jetzt so ein bisschen mitbekommen bei Ihren Ausführungen, auf eine lebenskluge, gemeinsame Vernunft an. Und daran ist zu arbeiten. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt haben wir Luft im Karton der Ministerpräsidentin, die Raschauer natürlich des Regierens vor und hinter sich hat. Frau Kamm-Karrenbauer, ist das richtig bis 19:30? Dann mal los. Wo sind die Kolleginnen und Kollegen, unsere Gäste, die sich äußern mögen? Ich weiß nicht, ob wir weitere Mikrofone haben. Ja, haben wir. Bitte. Ja. Entschuldigung. Eine etwas andere Frage, die aber vielen unter den Nägeln brennt, Ihnen hoffentlich auch. Wir haben ja in unserem wunderschönen, ach so gastfreundlichen Saarland den zweiten Fall in den gestern und vorgestern erfahren müssen, wo also wiederum rumänische bzw. andere osteuropäische Gastarbeiter unter uns gesagt, wir sind ja unter uns, wie immer gesagt wird, um ihren Lohn betrogen werden. Was sagen Sie dazu? Also wir haben auf der einen Seite, es ist recht, ist eben hier gesagt worden, es ist nicht nur im Saarland, aber es sind ja zwei ganz konkrete Fälle, die hier bei uns eine Rolle spielen und deswegen gibt es natürlich auch die Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben auf der einen Seite die Situation, dass hier erst einmal Dinge, die per Gesetz erlaubt sind, nämlich Werkverträge und Subunternehmen und das Weiterreichen von Verträgen, dass das gemacht worden ist und wir haben in beiden Fällen jetzt die Situation, dass
weil Personaldienstleister, Vermittler eingeschaltet worden sind in den Herkunftsländern, die die Menschen unter falschen Versprechungen hierher gelockt haben, die das Geld, das gezahlt worden ist, auch von den Arbeitgebern sozusagen abgezweigt oder einkassiert haben und das nicht bei den Menschen angekommen ist. Dafür gibt es nur ein Wort, das ist kriminell, das ist moderner Menschenhandel, egal ob das Frauen sind, die hier in die Prostitution gelockt werden oder Arbeitnehmer, die hier mit Lohnversprechen hierher gelockt werden und dann noch nicht mal den Bruchteil davon erhalten. Das ist kriminell und das muss unterbunden werden. Und da muss man schauen, muss man eventuell was am Werkvertragsrecht ändern, das ist die gesetzliche Grundlage. Können wir unsere Vergaberichtlinien noch konkretisieren, um solche Dinge auszuschließen? Die Punkte sind wir gerade am Prüfen und wir haben auch schon mit Blick auf den Bostalsee noch einmal sozusagen alle Ministerien aufgefordert, sämtliche Baumaßnahmen, wo wir auch als öffentliche Hand mit drin sind, zu überprüfen, ob dort Werkarbeiter mit eingesetzt werden, wie die Bedingungen dort sind, dass, wenn sie eingesetzt sind, dass dort auch entsprechend die Gehälter bezahlt werden. Also die Überprüfung läuft im Moment. Ich habe bisher aber noch keine Rückmeldung, die ist noch nicht abgeschlossen. Herr Gründinger, Sie hatten vorhin das Thema der Kinderfragen mit einer Antwort pariert, was Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat, dass es auch notwendig ist, dass jüngere Leute eine Verantwortung haben. Mir ist das vor kurzem sehr deutlich geworden, als ich in einer Veranstaltung den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer erleben konnte und er mir gesagt hat, wie in den nächsten 30 Jahren hier im Saarland die Arbeitsplatzentwicklung sich gestaltet. Und ich war, obwohl ich mitten im Erwerbsleben heute noch stehe, als 69-Jähriger, jetzt kann man sagen, das ist ja das Schlimme, was ja auch manchmal gesagt wird, die Alterszeit, Arbeitszeit eventuell hinauszudehnen, allerdings freiwillig, nicht nur gezwungenermaßen, sondern auch eine gewisse Möglichkeit vorhanden, dass uns in diesem Lande so viel Arbeitskräfte fehlen. Weil eben die Demografie ihre Situation dazu beigetragen hat und auf die klare Antwort, wie das Problem gelöst wird, hieß es nur durch mit Migrationshintergrund möglichen neuen Zuzügen. Ist das überhaupt leistbar in unserem Land? Da ist es mir, muss ich ganz offen sagen, auf einmal etwas Angst und Bange geworden, weil wir möglicherweise in Bezug auf die zukünftige Selbstständigkeit unseres Landes da ja eine wesentliche Problematik auf uns zukommen sehen. Also die Notwendigkeit, ich sehe es in der eigenen Familie, wenn ich das überlege, wie da die Entwicklung sich auch verändert hat in Bezug auf die Kinderzahl, das ist schon besorgniserregend. Sie sprechen jetzt sehr viele Punkte an. Ich greife mal ein bis zwei raus, und zwar erstens der Zuzug von Menschen außerhalb von Deutschland. In meinem Heimatort in Tirschenreuth, da gibt es daneben gibt's einen anderen kleinen Ort, der heißt Wunsiedel. Und dort ist mittlerweile der Fachkräftemangel so durchgeschlagen, dass sie junge Spanier anwerben, dort Deutschkurse bezahlen, dort die Wohnung erstmal stellen, wie sie sich was selbst gefunden haben. Da können die nicht mehr ohne diese spanischen jungen Menschen leben, die ja dort nicht mehr auf die Barrikaden gehen, jetzt haben sie schon erfolglos versucht, sondern nach Deutschland gehen. Und die jungen Leute aus der Region, die ziehen weg, weil ihre Eltern und jeder andere dort ihnen sagt, bei uns gibt es diese Jobs nicht. Insofern, glaube ich, braucht die Provinz ein größeres Selbstbewusstsein und sagt, bleib bei uns ist doch cool. Ja, es hilft nicht, das ganze Gejammere über den demografischen Wandel. In Tirschenreuth, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin, jeden Tag liest man in der Zeitung, die Demografie schlägt zu, wir überaltern und schnell weg, bevor alles verloren ist. Also mit etwas mehr Selbstbewusstsein noch bitte rangehen an diese Debatte. Und wir brauchen, glaube ich, Zuwanderung. Wir sollten aber aufpassen, dass nicht woanders zu Problemen führt. Zum Beispiel, wir haben in Deutschland den Fehler gemacht, die Grenzen nach Polen sehr lange zuzumachen. Dann sind die ganzen jungen, talentierten Frauen und Männer aus Polen nach Großbritannien gegangen. Und jetzt kommen auch einige zu uns neuerdings, aber die fehlen wieder in Polen. Eine ganze Generation ist da aufgeteilt in einige, die zu Hause geblieben sind, andere, die in Deutschland gekommen sind. Genau die, die eigentlich in Polen sein müsste und dort die Pflege machen müssen, dort die Arbeitskräfte stellen müsste. Dann haben Sie, also Sie merken, es ist ein schwieriges Thema mit sehr vielen komplexen Facetten drin. Und zweitens, Sie haben angesprochen, das Altern und
das Fachkräftepotenzial bzw. das Arbeitsplätzepotenzial, das wir brauchen, damit auch dann noch in 20 Jahren, wenn die Babyboomer-Generation in Ruhestand gegangen ist, noch genug Menschen da sind, die arbeiten und dann Wohlstand Deutschlands erwirtschaften. Und dann haben sie gesagt, okay, sind bis 69 noch bei der Arbeit. Das finde ich klasse übrigens. Respekt dafür. Ich finde, man sollte so lange arbeiten dürfen, wie man will und nicht so lange arbeiten müssen, wie man kann. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Prinzip, ein ganz guter Stichwort in der Debatte, was immer heißt, Rente mit 67, die können doch nicht bis 67 arbeiten. Mein Bruder nicht zum Beispiel, der ist Fischzüchter von Beruf, der ist froh, wenn er mit 40 noch diesen Job machen kann. Aber die können es eben mit 40 oder 50 schon nicht mehr machen. Und deswegen kommt es mir darauf an, dass wir alterungsgerecht das Arbeiten ermöglichen, dass wir schon von früh bis spät gucken. Also nicht erst ab 50 anfangen, den Leuten irgendwas vorzuschreiben mit Gesundheitspflege oder was auch immer, sondern von Anfang bis Ende schauen, wer hat wie viel Zeit in der Arbeit, wie viel braucht man auch für die Familie zum Beispiel, da ja auch die flexiblen Arbeitszeiten, auch das Recht auf Heimarbeit vielleicht, das ja auch sehr gut mit Familie dann vereinbar wäre, auch Auszeiten ermöglichen. Und dann könnte man auch bis 67 oder länger arbeiten zum Beispiel. Übrigens das Renteneintrittsalter war schon unter Adenauer bei 65. Also seit 50 Jahren haben wir das gleiche Renteneintrittsalter. Und diese Rente mit 67, die ist ja erst in 20 Jahren angedacht. Ist dies ja nicht morgen angedacht. Da haben wir noch einige Zeit, um was umzustellen und daraus zu lernen. Und der dritte Punkt ist das mit den Kindern. Ja, früher hat man gesagt, Kinder kriegen dort sowieso, da hat man nicht an die Pille gedacht. Ursula Lehr, die vorher erwähnt worden ist, hat zum Beispiel Studien gemacht mit den Frauenjahrgängen 1940 und hat sich gefragt, hättet ihr genauso viele Kinder bekommen, wie ihr bekommen habt, wenn es die Verhütung gegeben hätte? Und viele haben doch gesagt, nee, so viele Kinder hätte ich dann doch nicht bekommen. Jetzt habe ich einen dort gesehen, genau, und dann hier, bitte. Guten Abend, ich möchte mich kurz fassen. Die Rentenerhöhung im Westen, 0,25%. Ich fürchte, dass allein die Kosten, das auszurechnen, am Ende höher sind als diese 0,25%. Das ist eine. Das zweite, früher galt die Faustregel, 3 Kinder, damit also, wenn eins stirbt oder so, noch wenigstens 2 Schultern da sind, die tragen. Ein weiteres, es gab ja eine Sozialministerin von der FDP, Schörlen oder so ähnlich, da hatte ich ich hatte damals ein liberales Parteibuch, was gesagt, dass ein hauptamtlicher Schwerbehinderter angesiedelt wird im Ministerium. Es kam groß in die Saarbrücker Zeitung, ich habe es selber gar nicht mehr gelesen, weil ich in Mainz studiert habe, aber die hat getobt, hat gesagt, ich bin doch der beste Anwalt der Schwerbehinderten, so ungefähr. Okay, das war's. Das war jetzt keine Frage, ne? Nee, okay, genau. Dann machen wir jetzt weiter. Danke, bitte. Dankeschön. Als allererstes möchte ich mal anmerken, Herr Gründinger, wenn Sie der Verteidiger von uns jungen Menschen sind, dann zähle ich mich mit meinen 20 Jahren heute gern zur alten Generation. Sie haben erstens angemerkt, dass die Rente mittlerweile eigentlich nur noch von sehr alt zu alt umverteilt wird. Im nächsten Die Erbschaften. Im nächsten Argument haben Sie aber gesagt, dass niemals vorher so viel Spielzeug gekauft wurde wie zuvor und dass das von den Großeltern hauptsächlich geleistet wird. Wie argumentieren Sie jetzt, dass nichts mehr bei der jungen Generation ankommt? Weil meiner Meinung nach steht sich das im Gegensatz zueinander. Also es widerspricht sich. Und als letztes haben Sie gesagt, dass Sie erwarten, dass alte Menschen auch Respekt vor Ihnen haben. Allerdings finde ich, auf einer solchen Veranstaltung mit einem derartigen Altersdurchschnitt sollte man doch auch normale deutsche Sätze benutzen und nicht mit einem Shitstorm im Netz argumentieren. Ich entschuldige mich schon mal bei allen älteren Personen, die von vornherein wussten, worum es da geht. Dankeschön. Ja, mich hat niemand gewählt. Ich spreche daher nicht für irgendwen anders, sondern nur für mich selbst. Das ist meine Meinung und daher nehme ich mich auch da
zurück und sage, das ist meine Meinung, ich spreche also für niemanden anderen außer für mich selbst, ich bin nämlich nicht gewählt, wie ein Politiker das zum Beispiel ist. Dann das Generationenverhältnis ist natürlich etwas komplizierter. Es ist nicht so, dass die Alten egoistisch wären zum Beispiel, nur an sich denken würden. Die Alten sind genauso wenig Egoisten, wie es die Jungen sind. Es wird nur dann problematisch, wenn es um begrenzte Ressourcen geht, die es zu verteilen gilt. Denn die an die Kinder eigenen, also die eigenen Kinder und die eigenen Enkel, an die denkt man nämlich noch. Aber sobald es um die Kinder und Enkel anderer Leute geht, da hört die Solidarität sehr schnell auf. Also die Älteren und auch die Jüngeren wahrscheinlich, die pflegen einen sehr stark dynastischen, einen familiären Generationenbegriff. Sie verstehen die Generationengerechtigkeit vor allem innerhalb der Familien, aber sobald es eben um die anderen Kinder von anderen Leuten geht, da hört die Solidarität sehr schnell auf. Insofern können wir auch den Widerspruch, den Sie angemerkt hatten, sehr schnell auflösen. So. Grüß Gott, mein Name ist Eigenser Bernd, ich bin Studentenvertreter an der HTW. Wir sind auch da und ich habe auch eine Frage, bei uns ist natürlich das Thema Bildung eines der wichtigsten Themen und auch wie da die Gelder verteilt werden und so weiter. Diesbezüglich natürlich hätte ich, also der Herr Güdinger hat da aus meiner Sicht auch vollkommen recht, wenn er sagt, also oftmals ist es so, dass die jungen Leute zu Gesprächen auch eingeladen werden, aber dann bei den Entscheidungen halt außen vor gehen. Also ich spreche da auch aus Erfahrung. Also wir haben jetzt zum Beispiel, gab es mal an der HTW so ein Manifest für Demokratie und Transparenz, das von 400 Studenten zum Beispiel unterschrieben wurde und auch von Professoren, also auch der älteren Generation mit unterstützt wurde. Dann gab es sogar eine Pressemitteilung, dass die Leute zu einem Dialog eingeladen werden. Leider hat der Dialog bis heute nicht stattgefunden. Und ich denke, gerade wenn wir in so einer Dialogveranstaltung sind wie hier, frage ich mich, also wenn der Dialog mit den jungen Leuten stattfinden soll, wie stellen Sie sich das vor, wenn also sowas nicht mal mehr hilft, um einen Dialog überhaupt zu starten? Also gerade so Dialog starten ist oft wichtig für eine Debatte. Und wenn man die Debatte nicht hat, kann man sich auch quasi überhaupt nicht austauschen. Und wie soll dann quasi der Wissenstransfer von jung nach alt stattfinden? Also ich sage jetzt mal alt, bitte nicht falsch verstehen. Aber wie soll das eigentlich vonstatten gehen? Wie stellen Sie sich Dialoge vor? Wie kann man die starten? Das ist mal das eine Wichtige, gerade bei so wichtigen Themen wie Transparenz und Demokratie, die ja auch oftmals gefallen sind. Sie haben selber gesagt, dass eben die Transparenz wichtig ist, sonst kann man das eigentlich gar nicht richtig nach außen transportieren. Also wie soll man das als Studentenvertreter sogar dann eben anstellen? Das würde ich mal gerne hören. Also zuerst einmal nur eine Anmerkung. Ich spiele auch bei vielen an der Universität, an der HTW oder auch hier bei Veranstaltungen mittlerweile Professoren, die sind noch so jung, dass ich immer Probleme habe, die von den Studenten zu unterscheiden. Ich bin ja auch kein echter Student. Also deswegen, nee, also nicht, weil die Studenten so alt wären, sondern weil die Professoren zum Teil wirklich so jung sind, dass sie jeder gängigen Vorstellung, die man noch so von Professoren selbst vor Augen hatte, also zumindest ich noch, dass die schon nicht mehr stimmen. Was Sie in der konkreten Situation angesprochen haben, das stimmt, dieser Dialog steht noch aus. Das hat auch etwas mit dem Wechsel an der HTW selbst zu tun, selbst der neue Rektor. Und insofern werden wir diesen Dialog auch aufnehmen, auch weil wir jetzt ja in die Gespräche, in die Verhandlungen um das Thema Globalhaushalt und das Klimaziel- und Leistungsvereinbarung eintreten. Und das bedeutet natürlich auch die Positionierung der HTW. Und damit sind alle Gruppen in der HTW gemeint, natürlich nicht nur der Rektor, der Professor, sondern natürlich auch die Studierendenvertretung. Das wird aufgenommen. Was? Das Manifest ist vor einem Jahr und ich weiß auch, was die konkreten Anlässe waren und ich weiß auch, dass es mittlerweile in den Führungspositionen einen Wechsel gegeben hat und deswegen macht es Sinn, über die, sagen wir mal, Ausstellung der HTW dann auch jetzt zu reden mit dem, der sozusagen für die nächsten Jahre auch die Verantwortung beträgt und das werden wir auf jeden Fall auch nochmal aufgreifen. Ja, die Ministerin hat eben gesagt, dass vor allem im ländlichen Raum ja auch so noch lebenswert Situation geschaffen werden muss. Und ich glaube, das ist meine Frage, was so eine Landesregierung auch tun kann, um die Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung, die ländliche Entwicklung, das soziale Umfeld, die soziale Verantwortlichkeit in der Gemeinschaft zu fördern. Und das ist ja immer eine Sache nicht nur der einer Generation, sondern aller Generationen. Und ich glaube, dass wir hier wirklich auch von Seiten
Seiten des Landes nochmal neue Anstöße geben müssen. Es gibt viele gute Themen, die wir vielleicht auch im Generationendialog erfahren, die wir auch ausbauen. Es nutzt ja nicht nur, dass wir reden, sondern es muss ja konkret auch umgesetzt werden. Aber gäbe es eine Möglichkeit, dass von Seiten der Landesregierung solche Programme auch unterstützt werden können in Zukunft? Ja, das haben wir in der Vergangenheit ja gehabt, etwa rund um das Thema, ich nenne nur ein Sprichwort aus der Vergangenheit, Tatort Dorfmitte, wo es genau darum ging, wie muss ein Dorf aufgestellt werden. Wir haben ja momentan auch ganz aktuelle Beispiele, wo zum Beispiel sich eine Art Genossenschaft gegründet hat, die selbst leerstehende Gebäude aufgekauft hat, die umgestaltet in altersgerechte Wohnungen, um sie zuerst einmal jetzt zur Verfügung zu stellen, später vielleicht auch selbst zu nutzen, damit das, was ich vorhin gesagt habe, niemand gezwungen ist, weil es diese Wohninfrastruktur nicht gibt, in die Stadt zu ziehen, sondern sozusagen in seinem eigenen Ort bleiben kann. Und das ist genau der Punkt, wo wir dann auch schauen müssen, wie können wir das unterstützen. Wir haben mal ein Programm hier gehabt, das war dann leider ganz schnell total überzeichnet, wo es darum ging, etwa alleine dadurch die Möglichkeit zu schaffen, zu Hause bleiben zu können, indem man hilft, Bäder umzubauen, was manchmal ganz Kleinigkeiten sind. Es geht aber auch darum, Infrastruktur aufzubauen, die der Vereinsamung entgegenwirkt. Für mich ist eine interessante Tatsache, auch da habe ich ja einen Beispielgeber hier sitzen mit dem Ernst Schmidt, dass wir zum Beispiel einer Gemeinde, eine soziale Initiative haben. Da geht es um den gemeinsamen Mittagstisch, zweimal in der Woche. Eigentlich gedacht für jemanden, der selbst wenig Geld hat und der sozusagen die Möglichkeit haben soll, kostenlos ein Mittagessen dort einnehmen zu können. Und wir haben festgestellt, dass sehr viele mittlerweile kommen, die auch durchaus gut situiert sind, die aber alleine deshalb kommen, weil sie sagen, dass für uns eine Möglichkeit, wenigstens ein- oder zweimal in der Woche gemeinsam mit anderen Menschen eine Mahlzeit einnehmen zu können. Also unabhängig von allen materiellen Dingen geht es auch um die Frage, wie organisieren wir Gemeinschaft auch im Alter, weil eines der größten Probleme wirklich für die älteren Menschen oder dann nachher hochbetagten Menschen ist, dass sie vereinsamen und in der Nachbarschaft, in der eigenen Familie eingeschränkt sind, in der Mobilität. Und das ist, glaube ich, mit die größte Herausforderung. Und das muss sozusagen auch von der öffentlichen Hand mit in Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt, mit dem bürgerschaftlichen Engagement organisiert werden. Aber ganz ohne Rahmenbedingungen wird das nicht funktionieren. Und jetzt haben wir Ja, ich habe eine Frage an die Ministerpräsidentin speziell. Ich arbeite in einem Mehrgenerationenhaus aus dem Bundesprojekt. Das ist das Mehrgenerationenhaus in Neuenkirchen. Wir leben tagtäglich den Generationendialog. Wir haben sehr viele Angebote, wo Junge und Alte, wir haben Mütter mit Babys, wir haben Alte bis Ende 80, die Älteste ist gerade 90 geworden. Und wir haben ganz viele Projekte, wo Junge und Alte sich treffen, sich austauschen. Und wir erfahren immer wieder die Rückmeldung, dass die älteren Leute, wir haben sehr viele Alleinstehende, die ihren Lebenspartner nicht mehr haben, ihren Ehemann nicht mehr haben, dass die unser Haus, wir sind eine kleine Einrichtung, als Familienersatz sehen, auch junge Mütter, die hier Hilfestellung bekommen. Und meine konkrete Frage ist, wenn das Bundesprojekt ausläuft, wie sieht die Unterstützung der Landesregierung dieser Häuser aus? Es gibt im Saarland 7 Stück. Dankeschön. Es ist eines der zuständigen Minister sitzt ja gerade vor meiner Nase, ist eines der Probleme auch gewesen von Anfang an, dass es ein Bundesprojekt ist, das etwas angestoßen hat, sozusagen ohne auch zu sagen, wie es dann nachher weitergehen soll. Und das wird, ich kann die Frage noch nicht endgültig beantworten, das wird aber eine der großen Fragen sein, wie erhalten wir Strukturen, die ja wirklich mittlerweile auch vollkommen unumstritten positiv wirken. Es ist interessant, dass beim Bürgerdialog mit der Kanzlerin rund um das Thema Familienpolitik und auch Sozialpolitik sowohl von den Experten als auch von den Bürgerinnen und Bürgern ein Wunsch ganz oben auf der Tagesordnung stand. Und dieser Wunsch hieß, macht endlich Schluss mit den 1000 Modellversuchen, sondern macht 2, 3 Sachen richtig, aber die auch nachhaltig und auf Dauer angelegt. Und genau das wird die Herausforderung auch für uns hier sein, im Land zu sagen, wo
können wir uns auch das ein oder andere Modell einfach nicht mehr erlauben und was muss auf jeden Fall erhalten und ausgebaut werden und darauf müssen wir uns auch konzentrieren. Jetzt haben wir noch Hallo, mein Name ist Matthias Reitz, ich bin AStA-Mitglied der HTW. Sie haben vorhin angesprochen, dass Sie oder dass es ein Projekt dafür gibt, dass es mehr Wohnungen, also dass Wohnungen, leerstehende Häuser altersgerecht umgebaut werden sollen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass es, dass man auch daran denkt, dass es mehr gerade günstige Wohngelegenheiten für zum Beispiel Studenten, also für die Jugend gibt, denn die sind darauf angewiesen, dass es günstige Wohnungen gibt. Was sagen Sie dazu? Das stimmt, wobei die Situation im Saarland sicherlich zum Teil noch etwas entspannter ist als in München oder sonst wo. Aber trotzdem ist das richtig. Wir haben auch hier in Saarbrücken ein Anziehen der Mietpreise, weil der Markt knapp ist. Und wir haben gesagt, wir können das nicht nur mit Blick auf die Frage Studentenwohnheim und Renovierung und Neubau anschauen, sondern wir haben auch gesagt, wenn es eigene Wohnungsbaugesellschaften gibt, des Landes und der Stadt, wo wir durchaus auch Leerstände haben oder zumindest keine 100% Auslastung, dann muss es auch möglich sein, einen Wohnungsbestand zu überprüfen und zu schauen, ob das, und das sind ja öffentlich geförderte Wohnungen, nicht auch spezieller und gezielter auf den Markt gebracht wird für Studierende. Und das sind so die zwei Säulen, an denen wir im Moment auch arbeiten. Zumal wir hatten ja noch mal Altwohnheim. Genau, also das war vor allen Dingen die Diskussion rund um das Studentenwohnheim. Aber wir haben ja, das ist ja unser Ehrgeiz, das wird ja auch die Diskussion für die Zukunft sein, wir wollen ja den Anteil auch an Studienplätzen, gerade im Fachhochschulbereich und an der HTW, weiter ausbauen. Und wir wollen natürlich, dass nicht nur die Saarländerinnen und Saarländer die HTW besuchen, sondern natürlich auch von außen. Und dann müssen die auch irgendwo wohnen. Und deswegen wird sich die Frage nicht nur mit Blick auf die Uni stellen, sondern auch mit Blick auf die HTW. Ihnen allen vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für Ihre Beiträge und unserer Gastgeberin nochmal Dankeschön dafür, dass wir hier sein dürfen. Frau Heist, wir kommen wieder. Machen Sie es gut. Danke.